150 Arbeitsgruppen, da kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, was da in den Einzelnen abläuft. Auch bei den Webseiten muss man sagen, das sind alles Einzelinitiativen. Ja? Da hat keine Hierarchie irgendwie entschieden, wir brauchen jetzt Domain X und wir brauchen den Webserver und die Webseite, sondern da waren halt Einzelpersonen, haben gesagt, wir brauchen eine Webseite. Der Nächste hat gesagt, ja, wir brauchen eine Webseite. Und der Nächste hat gesagt, ja, wir brauchen eine Webseite. Und die haben sich jetzt in dem Fall jetzt nicht professionell vorher zusammengeschlossen, um eine zu kreieren, sondern sind halt drei entstanden. Also so muss man das halt verstehen. Und da kristallisieren sich auch dann, das Beste wird sich dann von selbst herauskristallisieren. Also so sehe ich das ganze Projekt auch. Also ich sehe das alles projektbezogen. Jeder kann in den Kreis kommen und sagen, ich habe Projekt XY vor, wer unterstützt mich dabei? Findet er viele Unterstützer, wird dieses Projekt weiterleben, findet er keine, wird das Projekt sterben. Und dann entsteht wieder ein neues Projekt. Also so funktioniert das ganze Prinzip. Und wenn man sich da jetzt angestoßen fühlt, man muss halt, wie gesagt, der Grundsatz ist ja nur das bindende Glied, ja? Da kann man, den Grundsatz kann man gerne mit einem Namen belegen, wie Occupy, Acampada, Echte Demokratie Jetzt, die Empörten, da gibt es ja schon viele Namen für. Das ist eigentlich nur der Name für das Netzwerk, nicht keine Organisation, keine Gruppe, es gibt kein Wir und kein Ihr. Ich fand es sehr wichtig, jetzt, was Sie zu Occupy Frankfurt gesagt haben, dass da Attac sozusagen die Sache an sich gerissen hat. Aber wie wollt ihr das in der Perspektive zum Beispiel in Berlin verhindern? Gerade die offene Struktur ermöglicht es ja gut organisierten, ich sag mal, Systemtruppen wie Attac den Laden zu übernehmen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Naja, es ist ja nicht so, dass sie es in Berlin ja nicht versucht hätten. Also es war ja auch hier in Berlin der Fall, aber wir haben uns da ganz klar abgegrenzt davon. Also wir haben uns nicht, wir auch am 15. Oktober selbst haben wir auch die linke Partei gebeten, die Flaggen bitte einzurollen. Also es ist einfach so, dass wir da nicht auftreten wollen als eine Gruppe oder dass da irgendwie eine Gruppe uns jetzt schon unterlaufen hätte oder dergleichen. Es geht einfach nochmal, es geht darum, dass Privatpersonen sich dort zusammenschließen und sie können jeder Partei angehören, die sie wollen. Sie können auch jeder Organisation angehören, aber in dem Moment, wo Sie zu uns kommen und Initiativen ergreifen, sind Sie als Privatperson zu sehen und sollten sich selbst auch so sehen. Ich glaube, es ist wirklich jetzt für mich auch sehr interessant gewesen, wie Sie das dargestellt haben, weil man das in der Authentizität noch nicht so gehört hat. Ja. Ich wollte nochmal das Feld ein bisschen strategischer aufmachen, Herr Feldmeier. Was jetzt in Griechenland passiert, das kann doch nächstes Jahr uns passieren, dass einfach über die Geldentwertung, und der Euro ist ja im Grunde eine Aussaugmaschine für das internationale Finanzkapital, dass wir auch vor die Hunde gehen. Und die Griechen haben jetzt das Problem, die Bevölkerung ist entsetzt über die Entwicklung, aber die Parteien, wie Sie auch geschildert haben, halten alle zusammen. Ja? Und was, wenn Sie jetzt Grieche wären, wenn Sie jetzt in der griechischen Situation wären, oder wenn Sie vorausdenken, wenn wir eine ähnliche Situation in Deutschland kriegen, also das Volk verzweifelt, kontra, und das Parlament, alle Parteien praktisch pro. Was kann man da noch machen? Was würden Sie den Griechen raten? Ich rate den Griechen, sich von ihren Parteien zu trennen. Und zwar grundsätzlich. Bei der nächsten Parlamentswahl darf kein Grieche, das ist mein Rat, an dieser Wahl teilnehmen, wenn nur die Parteien dort sich auftreten, die für das Fiasko Griechenlands zuständig sind. Das Erste, was in Griechenland notwendig wäre, wäre eine gerichtliche Untersuchung über die Schuld. Wer ist schuld? Wer hat Zahlen gefälscht? Wer hat sich bereichert? Oder wer hat seine Pflichten versäumt und den Staat in diese unhaltbare Situation gebracht? Und solche Leute müssten gerichtlich bestraft werden. Das ist das eine. Und das andere, was können die Griechen politisch tun? Ich kenne Griechenland nicht. Aber meine Antwort, wenn ich dort wäre, lasst uns doch versuchen, eine neue Partei zu gründen, die eine seriöse Finanzpolitik
zu ihrem Hauptprogrammpunkt macht und die sozusagen Korsettstangen einzieht, damit diese seriöse Politik auch stattfindet und durchgehalten werden kann. Und wie man das dann im Einzelnen macht, ist eine Frage der Regierungstechnik. Das brauche ich jetzt nicht auszuführen. Aber das wäre mein Rat an die Griechen. Trennt euch von der gesamten politischen Klasse, lasst sie untergehen, schickt sie in den Orkus, da gehören sie hin, und sorgt dafür, dass eine neue politische Führung entsteht, die ihr wählt, und sorgt dafür, dass die Verfassung Griechenlands eure Mitsprache vorsieht, dass nicht die Parteien entscheiden und ihr klatscht oder pfeift, beides ist gleichermaßen folgenfrei, sondern dass ihr die Möglichkeit habt, zu sagen, das machen wir und das machen wir nicht. So wie es die Schweizer haben. Ich kann immer wieder nur, macht die Schweizer Verfassung zu eurer Bibel. Das ist das Beste an demokratischer Verfassung, was ich kenne. Und das würde ich, ja, und die Finanzpolitik ist ein komplexes Gebilde. Um das zu beherrschen, muss man, ich glaube, mehr ein Vollstudium in Köln oder so, Herr Weber, sonst, wo die Webers, sage ich jetzt mal, sitzen. Das kann man nicht mit guten Absichten ersetzen, dann, wenn es funktionieren soll. Und da kann ich nur raten, dass die politischen Kräfte, die neu an die Macht kommen, wenn sie denn neu an die Macht kommen, dafür sorgen, dass fachgerecht Politik gemacht wird. Wenn das nicht so provokativ klänge, würde ich den Griechen raten, werdet Preußen. Die Preußen sind, der preußische Staat ist bekannt dafür, dass es in ihm keine Korruption gab und dass die Beamten fleißig und dass sie pünktlich und dass sie gewissenhaft waren. Und alle diese Dinge fehlen dem griechischen Staat offenkundig in auffallender Weise. Leider, muss ich sagen, habe ich den bestimmten Eindruck, dass nicht nur Griechenland solche preußischen Prinzipien fehlen, sondern in der Bundesrepublik Deutschland sind sie auch zu Schanden geworden. Ja. Darf ich noch ein Wort nachtragen? Ich habe die ganze Zeit zugehört, was Sie gesagt haben. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, weniger Infight machen, also diese Auseinandersetzung, diese Klärungsprozesse, die sind zwar, wenn man beteiligt ist, notwendig, aber es wäre gut, wenn Sie sich dazu verständlich darauf einigen können, Ihre ganze Power, die Sie haben, erstens zu vermehren und zweitens nach außen zu richten, damit die, gegen die Missstände, die wir gemeinsam beklagen. Und versuchen, da so viel zu tun, wie ihnen möglich ist, um diese Europolitik zu stoppen und zu korrigieren. Danke. Ich meine, deswegen sind wir ja hier, ja. Also die, es ist ja jetzt kein Infight, sondern es ist ja eher ein Kennenlernen, ein bisschen sich reiben. Und dann geht es natürlich in die Richtung, was Sie richtig sagen, wir müssen nach außen gehen und wir müssen die gemeinsame Kraft sozusagen transformieren. Ja? Und da müssen wir jetzt aber auch, können wir heute Abend schon anfangen, konkrete Vorschläge entwickeln. Also Oliver Janich, wenn wir jetzt das Gemeinsame betonen, anstatt des Infights, wie Herr Feldmayer gesagt hat, wenn wir das Gemeinsame betonen, sehen Sie eine Möglichkeit, obwohl sie Kritik haben an den Occupies, mit denen zusammen was zu machen? Und was könnte das sein? Anders gesagt, allgemeiner gesagt, was ist eigentlich der nächste Schritt für uns hier in Deutschland, wenn wir den Marsch in den Euro-Abgrund stoppen oder wenigstens verzögern wollen? Ja, also es ist relativ einfach. Man kann sich sehr schnell auf gemeinsame Dinge einigen. Ich glaube, wir sind beide Fans der direkten Demokratie. Ja? Also das ist ja auch Teil unseres Parteiprogramms, dass eben die Parteien weniger Einfluss bekommen sollen. Also wir sind die einzige Partei, das wird er nicht wissen, deren
Ziel die Selbstauflösung ist, weil irgendwann mal die Bürger per direkter Demokratie alles entscheiden. Da können wir beide uns sofort drauf einigen, ja, nehme ich an. Das ist aber ja nicht der Punkt, sondern es muss sich ja die ganze Bewegung auf irgendetwas einigen. Und was wir hier erleben, ist meiner Meinung nach das Problem zentraler Planung. Ja? Also wir wollen ja, dass alles vor Ort entschieden wird und auch die Bürger alles dort entscheiden, wo die Probleme anfallen, weil Brüssel plant alles zentral. Und dasselbe Phänomen ist jetzt, tritt bei der Occupy-Bewegung auf. Das ist eben nicht zentral geplant. Ja? Deswegen verhält sich Frankfurt ganz anders als Berlin. Andersrum, ich denke, dass schon eine Steuerung dahinter liegt. Das war meine Grundthese, ja, dass die Finanzindustrie, da gibt es ja Hinweise darauf, ich habe darüber geschrieben, von Anfang an sozusagen die Occupy-Bewegung gestützt hat oder finanziert hat, um eine künstliche Opposition zu haben. Aber dabei ist es eben schwierig, zentral zu planen. Also zum Beispiel Attac ist von Anfang an kapitalismuskritisch gewesen. Das Ziel ist die Wiedereinführung, so heißt der Name Attac, heißt Finanzeinführung, Finanztransaktionssteuer. Deswegen ist die Beobachtung garantiert richtig in Frankfurt. Jetzt haben sie einfach Berlin vergessen, ja, weil es so unwichtig ist. Und deswegen sitzt hier jemand, mit dem ich mich wahrscheinlich schnell einigen könnte, aber das bringt natürlich relativ wenig, ja, weil es noch nicht mal einen offiziellen Sprecher gibt. Aber ich verstehe es auch als Einladung, dass also, es sind ja auch Mitglieder der PDV hier, dass die einfach dazukommen als Bürger, mit teilnehmen an den Diskussionen und vielleicht die Gruppe beeinflussen, dass man auch mal ein Plakat aufstellt, raus aus dem Euro oder raus aus dem Zentralbankensystem. Nur, das bleibt natürlich punktuell. Und ich glaube, dass das, und da machen wir auch gerne mit, gerne zusammen und gerne auch in Frankfurt mit dem Teil, der vernünftig ist. Ja. Nur, ich habe ja deswegen mit anderen Menschen zusammen, die ich vorher gar nicht kannte, die Partei gegründet, weil ich eben nicht glaube, dass es reicht, sich einfach nur zu vernetzen. Also Ihre Aktion finde ich fantastisch. Ja. Nur ich glaube, die werden jetzt alle ihre E-Mail-Adressen ändern, die Abgeordneten. Ja. Das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn das wäre ein fantastischer Erfolg, ja, wenn sich die Abgeordneten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, weil sie zu feig sind, sich mit der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Absolut. Ja. Größeren Triumph könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Die SPD hat übrigens ihre Abgeordneten angewiesen, auf unsere Aufforderung, sich zu erklären, nicht einzugehen. Ja. So sieht es um die Demokratie aus, wenn es konkret wird. Genau, also, ich finde es eine sehr gute Aktion und war die bisher erfolgreichste, würde ich sagen, überhaupt. Nur auch die ändert nichts, weil die Blockparteien sich immer noch nicht bewegen. Und der Grund, warum wir eben die Partei gegründet haben, weil wir gesagt haben, es muss irgendeine Partei in den Bundestag rein, die das vertritt. Ja? Und da zählt eben auch dazu, und auf ein Ding muss man sich dann einigen. Ja? Das ist einmal die direkte Demokratie, da sind wir uns wahrscheinlich alle relativ einig. Aber es muss auch klar sein, dass den Bürgern weniger Vorschriften gemacht werden und nicht, wie ein Teil der Occupy-Bewegung will, mehr Vorschriften. Und weniger Vorschriften heißt unter anderem, und da würde ich bitten um ein eindeutiges Statement, wir treten dafür ein, dass die Bürger die Währung oder ihr Geld frei wählen dürfen. Weil es kann niemand etwas dagegen haben, dass die Menschen das Geld frei wählen. Es wird dann, ich erläutere das in vielen Artikeln, dazu kommen, dass die Leute automatisch wertstabiles Geld wählen, also nicht beliebig vermehrbares, inflationäres Geld. Darauf müsste man sich doch auch einigen können, auch wenn es ein konkreter Punkt ist. Ja, also vielleicht nochmal die Zwischenfrage. Also wie lange gibt es die PDV schon? Wie lange arbeitet ihr jetzt schon an euren Konzepten? Seit Mai 2009. Ja, also da habt ihr doch noch ein bisschen Vorsprung. Das gilt erstmal aufzuholen. Also vielleicht kann ich das auch nochmal so erklären und dann nochmal anknüpfen, wo Jürgen ja noch was sagte, sich zu schützen vor irgendwelchen Unterlaufungsaktionen von Organisationen. Das ist auch mit der Grund, warum das jetzt ein bisschen langsamer läuft. Was heißt ein bisschen langsam? Es ist ja relativ. Was ist langsam, was ist schnell? Es geht einfach so, wie es geht bei uns. Und ich im Moment bin auch gerade dabei, bei den Hamburgern und mit den Stuttgartern bin ich da im engen Kontakt. Und da ist es auch schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und da in dieser Phase, das muss man einfach so sehen, sind wir einfach noch. Das kann man jetzt sagen, das ist schlecht, das ist gut. Das ist einfach die Realität, so wie sie jetzt ist. Erstmal zu sehen, mit wem vernetze ich mich überhaupt, mit wem kann ich effektive Netzwerke aufbauen. Das heißt, dieser zeitliche Vorsprung, den ihr da habt, ja, den gilt es natürlich erstmal aufzuholen. Wenn ich jetzt meine persönliche Meinung, ich bin da auch ganz, mein innerste Wut ist auch diese Struktur der Zentralbanken und wie dieses eigentlich ungerechte Geldschöpfungssystem errichtet wurde, aufgestülpt wurde, der breiten Menschheit, obwohl ja Geld eigentlich nur als alternatives Tausch,
Mittel sozusagen gelten sollte und nicht als Ware. Klar ist das ein persönliches Anliegen von mir.